Die Augen von Neugeborenen sind oft verschmiert und verklebt. Warum das so ist, wie lange das dauert und was man dagegen tun kann, das alles erfahren Sie gleich. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. In den vielen Jahren meiner Praxistätigkeit habe ich mit diesen Schmieraugen oft zu tun gehabt. Gerne teile ich diesen Erfahrungsschatz mit Ihnen. Genauso wie meine Erfahrungen mit den vielen anderen Krankheiten und Problemen, die häufig in der Sprechstunde auftauchen. Sie finden alle Videos dazu alphabetisch aufgelistet auf meiner Webseite kinderarztvombodensee.de. Ich weiß, dass Sie und Ihr Kind davon profitieren werden. Und wenn Sie das gut finden, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Kanalabo. Um noch mehr auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können, möchte ich Sie bitten, wenn Sie es noch nicht getan haben, bei meiner kurzen Umfrage mitzumachen. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Neugeborene sind klein und sie sehen herzig aus mit ihrem kleinen Gesicht und der kleinen Stupsnase. Aber diese Kleinheit hat entsprechende Folgen für die Augen. Lassen Sie mich etwas ausholen. Das menschliche Auge muss immer feucht gehalten werden, damit es nicht austrocknet. Deshalb haben wir eine Tränendrüse, die ein Leben lang ständig Tränenwasser produziert. Dieses Tränenwasser fließt vom Ort der Entstehung, also außen innen, über das Auge bis zu den kleinen Tränenpünktchen am inneren Lidwinkel und fließt dann über den Tränenkanal in die Nase ab. Dort erfüllt es noch einen zweiten Zweck, denn es hilft der Nase beim Anfeuchten der Atemluft. Das Tränenwasser ist allerdings kein reines Wasser, sondern es hat als Hauptaufgabe die Ernährung und Pflege der Hornhaut, die selbst keine Blutgefäße enthält, da sie ja klar und durchsichtig sein muss. Und deshalb erfolgt die Versorgung der Hornhaut mit allem Wichtigen über Eiweißmoleküle, die sich im Tränenwasser befinden. Dem Tränenwasser sieht man das so ohne weiteres nicht an. Wenn es aber verdunstet, dann bleibt dieses Eiweißmaterial als gelbliche Schmiere zurück. Übrigens, die Ihnen bekannten Schlafkrümel sind auch nichts anderes als eingetrocknetes Eiweißmaterial des Tränenwassers. Und jetzt wieder zurück zum Neugeborenen. Bei Ihnen ist der Tränenkanal, der vom Auge in die Nase führt, natürlich besonders klein und eng. Und oft ist er auch noch verklebt oder hat einen Knick, so dass das Tränenwasser nicht so einfach abfließen kann. Ein Lidschlag wirkt wie ein Pumpmechanismus, der das Tränenwasser dabei unterstützt, über den Tränenkanal in die Nase zu fließen. Im Schlaf aber sind die Lider geschlossen. Es bildet sich dann wegen der fehlenden Pumpe leichter ein Tränenwassersee, wobei das Wasser verdunstet und das Eiweißmaterial zurückbleibt. Babys schlafen aber die meiste Zeit und deshalb lassen sich vor allem nach längeren Schlafepisoden diese schmierig gelb-grünlichen Ablagerungen in den Augen finden. Ja, oft führen sie sogar zu einer Verklebung der Wimpern, sodass das Auge gar nicht richtig geöffnet werden kann. Verständlicherweise sind Eltern darüber besorgt. Allerdings handelt es sich bei Schmieraugen um etwas völlig Harmloses. Was können Sie tun? Immer, wenn es nötig ist, am besten mit einem nassen, weichen Tuch oder Wattepad das Auge von außen nach innen sauber wischen. Eiweiß löst sich in Wasser, haben Sie einfach nur etwas Geduld. Sie werden auf diese Weise das Auge stets völlig sauber bekommen. Es ist auch nicht nötig, sterile Kochsalzlösung dafür zu verwenden. Sie können ganz normales, sauberes Leitungswasser zum Saubermachen des Auges benutzen. Und dann gibt es noch die Tränenkanalmassage, mit der Sie dazu beitragen können, dass das Tränenwasser leichter über den Tränenkanal abfließen kann und sich so immer weniger Schmiere bildet. Die Tränenkanalmassage können Sie entweder mit dem kleinen Finger oder mit einem Wattestäbchen durchführen. Dabei massieren Sie den Bereich des Tränenkanals, indem Sie entweder mit dem kleinen Finger oder ein Wattestäbchen auf der gedachten Linie von der Nasenspitze zum Augenwinkel auflegen und ihn hin und her bewegen. So
wie Sie das hier sehen. Diese Tränenkanalmassage führen Sie regelmäßig und häufig durch. Am besten immer dann, wenn das Baby zum Wickeln auf der Wickelkommode liegt. Normalerweise verschwinden Schmieraugen bei den meisten Neugeborenen nach wenigen Tagen, sind aber manchmal auch Wochen oder über Monate zu beobachten. Und dann sind Ihre Geduld und Zuversicht gefragt. Solange die Augen nicht gerötet, also entzündet sind, liegt keine Konjunktivitis, Bindehautentzündung, vor. Sie kann allerdings bei Schmieraugen leichter entstehen, weil sich in diesem Eiweißmaterial Bakterien und Viren wohlfühlen und leicht vermehren. Bei einer Konjunktivitis sind die Augen anhaltend entzündlich gerötet und meist sind dann antibiotische Augentropfen erforderlich, die Sie allerdings nur über ein Rezept bekommen. Wundern Sie sich nicht, falls trotz der Augentropfen die Schmieraugen nicht verschwinden. Sie wissen ja jetzt den Grund. Es ist dann der Aufstau und nicht eine Entzündung, die zum Schmierauge führt. Wenn die Tränenkanalabflussbehinderung und damit die Schmieraugen länger als 6 Monate anhalten, muss spätestens dann ein Augenarzt entscheiden, ob eine Spülung oder Erweiterung des Tränenkanals durch eine Sondierung erforderlich ist. Dies sind Maßnahmen, die in Narkose durchgeführt werden, entsprechenden Aufwand bedeuten und deshalb meist nur in speziellen Augenzentren durchgeführt werden. Übrigens, das Phänomen der Schmieraugen findet sich auch bei Kleinkindern, wenn sie einen dicken Schnupfen haben. Dann ist wegen der zunen Nase der Tränenabfluss in die Nase behindert. Und es kommt auch zu den morgendlichen Schmieraugen, ohne dass die Augen selbst gerötet und entzündet sind. Und auch dann, das wissen Sie jetzt, handelt es sich nicht um eine Bindehautentzündung, sondern nur um eine eigentlich völlig harmlose Folge des Schnupfens, wobei, das gebe ich zu, solch zugeklebten Augen am Morgen nach dem Aufstehen schon recht dramatisch aussehen können. Über diesen Augenschnupfen gibt es auch ein eigenes Video auf meinem Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal, denken Sie an die weiteren hilfreichen Videos, zum Beispiel wie Sie Augentropfen bei kleinen Kindern verabreichen oder über den Babyschnupfen. Diese Videos finden Sie alle einfach zum Anklicken auf meiner Webseite. Machen Sie mit bei der Umfrage mit dem Link dazu in der Videobeschreibung und erzählen Sie im Bekanntenkreis vom Kinderarzt vom Bodensee.